Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Manorlord. So, wir brauchen die Kirche, dafür brauchen wir Bretter. Ja, wir lassen mal ein schneller laufen. Denn wir müssen ja gucken, also hier in sowas würde ich dann tatsächlich die kleineren Dinger rein. Banditenlager wurde entdeckt, wo? Verdammte Axt, wo ist das? Oh, das ist leider gar nicht mal so weit weg. Sehr, sehr schade. So, richtig. Wir werden trotzdem hier etwas zügiger laufen lassen. Wir haben hier Holzfäller, da sind 23 Stöcke drin. Und du bist schon relativ... Boah. Oh, neue Nachricht. Buy now policies unlocked. Schön. So, was haben wir hier? Räuber in der Nähe. Uns erreichen Berichte über eine Räuberbande, die in der Nähe durch die Lande zieht. Sollen wir ihre Schritte verfolgen? Ihre Marschroute verfolgen. Das ist jetzt sehr, sehr schlecht, denn das sind die ersten, die uns wahrscheinlich vollkommen und heftigst überfallen werden. Weil wir ja auch noch nicht hier genug Armee und so, ne? Ja, leider. Leider, leider, leider. So, wir brauchen definitiv... Okay, in der Sägegrube ist... es sind schon irgendwie Leute drin. Können wir... Haben wir denn noch einen Anbindebalken gebaut? Wir haben hier einen Brunnen, ein Lagerhaus... Dachte, wir hätten. Hier ist. Da ist der kleine Stall. Ich dachte, wir hätten noch einen Anbindebalken gebaut. Letztens. Haben wir nicht. Oder? Nein, haben wir. Gebäude fertig, Lebensmittelstand. Das ist total toll. Ja, wenn jetzt noch Bretter reinkämen. Mensch, das wäre mal eine Sache. So. Ja, das ist super gut. Vor 360 Tage, dann überfallen sie uns. Wir gucken mal hier. Jo, 20, ne? Das ist schon ganz toll. Gesetze verfügbar. Ja, mach mal. Macht er nicht. Will er nicht. Gesetze. Nahrungsverbrauch, Feldfrüchte. Nein, ich möchte beides nicht. Ich finde beides schlecht. Ich finde beides wirklich unglaublich schlecht. So, Gebäude fertig, Anbindebalken. Also doch. Haben wir doch noch einen gebaut. Fast gedacht. So. Werden wir direkt weiter. Na? So, hier, da haben wir jetzt noch eine Hofstadt, da können wir noch nichts reinbauen. Da kommt dann sowas rein wie das da. Denn ich glaube, das hat nichts mit der Größe zu tun. Hier können wir leider nicht wechseln. Ich würde so gerne auf Nahrungsmittel wechseln. Ja, da ist jetzt das Nahrungsmittellager voll, weil wir den Speicher noch nicht ausbauen können, weil keiner Bock hat, Bretter zu machen. Das ist total schlecht, ey. So, wir werden allerdings, was wir jetzt tun werden, ist, wir gehen mal dahin und dann gehen wir hier hin und dann werden wir mal hier so zack, bau den mal dahin. So, da ist noch mal ein kleiner Stall, aber nicht genug Geld, um einen Ochsen zu kaufen. Wo haben wir denn unser Gebäude hin? Unser Gebäude steht irgendwo hier hinten, ne? Hier Herrenhaus, genau. So, da können wir jetzt mal steuern. So, wenn wir da mal ein... Aha, da bewegt sich gar nichts. Kann ja auch nicht, wir haben ja auch noch keine Kirchen. Mensch, so, da haben wir 11 Bretter. Wir müssten, theoretisch müssten wir den noch... Das ist ja
diverses Gemüse. Okay. Wir benötigen die Kirche, ne? Ja, ich dachte, das fehlt uns aber noch ein bisschen an. Aber was können wir da? Da können wir auch noch nichts reinsetzen. Was wir allerdings tun können, ist, wir können hier nochmal so. Beides gut aus und dann hier. Können wir? Dann machen wir da nochmal zwei rein und dann baut das. Oh, dies. So, Forsthaus fertig, also das Forsthaus, da setzen wir einen rein, dann gehen wir hier hin und dann sagen wir, so Leute, ihr seid jetzt bitte dafür verantwortlich, dass hier aufgeforstet wird. Ich schätze mal, sie werden irgendwo hier rüberkommen. Das ist meine ganz, ganz große, dicke Befürchtung. Ich finde das nicht schön. Wie ist das denn eigentlich, wenn wir jetzt hier hingehen und dann das nehmen? Kein Vorkommen in Reichweite, kein Vorkommen in Reichweite. Und ab hier geht's dann. Das ist natürlich schon sehr bäh. So könnte man. Hilft uns das denn nicht wirklich, ne? Ja, wir werden es mal da hinsetzen. Wir setzen es da mal hin. Vielleicht wird es irgendwann gebaut. Und dann hoffen wir natürlich, dass wir noch ein paar von diesen kleinen Hofbetten irgendwann mal zusammengeschustert bekommen. So, wie sieht es denn eigentlich aus? Wenn wir hier unser Lagerhaus, was wir ja eigentlich auch erhöhen müssten, ja, da sind nämlich die Speicher voll. Hier ist auf alle Fälle voll. Wir müssen. Ob wir wollen oder nicht, wir müssen. So, wie sieht's denn hier aus? Ja, wir haben keine Goldhof wird beansprucht. Naja, da können wir nichts machen. Da können wir mal gar nichts machen. Wo ist es denn eigentlich? Wir haben ja hier Gefolge. Wenn wir jetzt da drauf gehen, da können wir erst in Arbeit. Da können wir auch nicht, Waffenknechte können wir auch nicht anwerben. Ah, okay. Rüstung verbessern können wir nicht. Aber wir können unsere Farben können wir ändern. Aber leider nicht in unsere Farben. Leider nicht in unsere Farben. So, weißes Schild. Nehmen wir mal ein rotes. Weiß, blau, nein. Okay. Ja, das geht so wohl leider nicht. Also werden wir das hier nochmal schließen müssen. Ja. Ich glaube, da brauchten wir eine Schmiede. Und, ne? So, hier, wir würden. Da ist der Viehhandelsposten. Wir bräuchten noch eine. Da ist die Gerberei. Auch ganz gut. Kann man das bitte weiterhin fallen lassen? Danke. Vielleicht sollten wir. Wir gehen mal hier hinten hin. Wir werden mal Steuern erheben. Aha. Wir werden mal 7% Steuern erheben. Aber das interessiert wohl niemanden. Kann das sein, dass es einfach keinen stört, egal? Mhm. Okay, komisch. Da ist wohl was beim letzten Update ein bisschen schief gelaufen. Also sieht zumindest so aus. Das. Da gehört noch keiner rein. Wir können auch, wenn wir jetzt hier hingehen und sagen, okay, hier Handel. Normaler Handelsposten. Ich würde ja gerne mal hier hinten so einen normalen Handelsposten hinsetzen. Mach das mal bitte.
Hier ist die Sammlerhütte, das können wir noch nicht, das kostet Geld. Ich weiß auch nicht, warum in der Sägegrube irgendwie gerade nichts läuft. Also. Können da versuchen, genau, aber das geht nicht. So. Mangelt einfach gerade am Gelde. Wir werden gucken müssen, dass wir hier hinten was reinkriegen und dann schauen wir mal. Stufe 1. Jo, da ist er fertig. Wir packen da noch das rein. Das ist wichtig. Hier. Mach mal ein bisschen. Drück mal ein bisschen auf die Grube. Goldhof beantwortet. Wo ist denn Goldhof? Hier ist Goldhof. Also er kommt direkt immer näher. Ist da oben, da haben wir den und da sind Outlaws. Da noch mehr heutiges Verhandeln, Erklärung. Ein Vergnügen, euch kennenzulernen. Hier, mach mal, verschicken. Mal gucken, ob wir vielleicht diesen ersten Angriff sogar abwehren können. Es war ein Drarara. So. Armee eines anderen Herrschers wurde gesichtet. Ja, das ist toll. Die laufen jetzt da rein. Ey, das sind doch die. Das sind die, die zu uns wollen. Das sind die von dem anderen. Aha. Das sieht jetzt irgendwie nicht so toll aus. Sieht jetzt irgendwie nicht so toll aus. Ich weiß aber auch nicht, wie man das noch schneller machen soll. Also wenn ich jetzt ganz ehrlich bin. Ja, bereitet euch auf den Angriff vor. Ist jetzt auch nicht so, als hätten wir irgendwie Kohle, ne? Können wir hier vielleicht den... Den mal so bitte ein bisschen beschleunigen und schauen, dass wir vielleicht an Geld kommen. Wäre mal eine Idee. Ja, wir könnten ja... Gemüse könnte man tatsächlich momentan verkaufen. Werkzeug jetzt noch nicht so. Familie eingezogen, ja, aber das... Irgendwie sehe ich das gerade nicht so richtig gut. Nee, du. Alles nicht schön. So. Das, ach, hier hinten wird jetzt das gut. Ungeschützte Vorräte. Müssen. Wir müssten, das hilft ja nicht. Der wird immer Mach das doch bitte. So, hier schön rüber, dann dahin, ja. Keine Kohle. Da aus. Bretter werden irgendwie auch nicht verarbeitet. Warum? Ich weiß es nicht. Ja, ich dachte hier beim... Da ist ja einer, ne? Da ist einer drin, ja. So, Handelsposten ist fertig. Da muss einer rein. Dann müssen wir auf Handel. Und dann können wir natürlich keine Bretter. Das ist... Da Baumstämme können wir auch nicht. So, Beeren. Gemüse. Ich würde ja sagen, es reicht. Export. Ich würde sagen, es reicht, wenn wir 100 immer da haben. Ja, das wäre jetzt mal so eine... Ja, so eine Sache. Militär, ja. Ich würde sowas würde ich ja unglaublich gerne freischalten. Ne? Speere und große Schilder, damit wir wenigstens aber... Ja. So, sehr schön. Dann wird der auch fertig. Da nochmal jemand eingezogen. Auch sehr gut. Lebensmittellager von Sammlerhütte voll. Ja, das ist der Speicher wird gebaut. Der Speicher wird gebaut. Das ist. Komm, mach ihn fertig. Danke, danke.
Halt, nein, 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 da dürfen schon. Da dürfen zwei Leute rein, das ist in Ordnung. Ja, das ist so eine Sache. Ach, ich glaube, ich habe. So, Geld, jawohl, für den Ochsen reicht's. Ja, und jetzt müssen wir hoffen. Wo ist denn der Viehhandelsposten? Da ist der Viehhandelsposten, Handel. Aktueller Überschuss 3. Gewünschter Überschuss 2, das ist nicht wahr. Da müsste jetzt dann bald einer kommen. Händler verfügbar in, ja, gerade. Der Gebäude ist fertig, Abbaugrube, zack, auch direkt einer rein. Das ist schon in Ordnung, das kann man machen. Und jetzt müssten, warte, jetzt müssten dann auch Bretter langsam wieder ankommen, weil jetzt hier auch wieder was hergeliefert wird. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, neue Söldnerkompanie, die interessiert mich ungemein. Du hast eine neue Familie eingezogen, das freut uns. Da hätte ich aber gern noch eine drauf. Sehr schön. Diese Hofstadt, glaube ich, wird umziehen. Und zwar nach hier hinter. Und dann kommen hier kleine hin. Also kleinere. Und die können dann hier arbeiten. Ja, nein, das wohnt ja nicht. Dahin gehen, da können wir jetzt auch nichts ändern. Das ist sehr schade. Ja, da müssen wir jetzt ein bisschen gucken, ne? So, 3 Tage noch, bis der wiederkehrt. Gebäudeerweiterung. Gebäudeerweiterung, so, zack, da jetzt auf alle Fälle nochmal einen rein. Wie sieht es jetzt hier aus? 26 Bretter. Ja, natürlich, wenn alles, ne? Dann geht's nicht. Verwaltung, nein. Hier, jawohl. Dorfkirche. Wir wollen die Kirche mal im Dorf lassen. Wo wollen wir sie lassen? Ich würde sagen, wir lassen sie hier, oder? Jo. Ich glaube, das ist eine ganz gute Sache. Knall die dahin. Höchste Priorität. Die Menschen wollen das. Okay, ihr, was? Du bist voll? Nein, du. Okay, du bist gleich der Nächste, der dann ausgebaut wird. Räuber in der Nähe. Ja, es ist wirklich schlimm. Aber wir haben da das und da oben drin. Ja gut, ich meine, was bleibt uns denn anderes über, außer hier, 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 ne? Dann hier hin. Zack, und dann, warum nicht? Geh doch da hin und bau das. Geh da hin und bau das und dann geh hier hin. Handel, Industrie. Hier, ne? Sagen wir, bauen den da hinten. Da macht sich der ganz gut. Da läuft das mit der Kirche. Geld haben wir jetzt nicht so im Überfluss. Ja. Aber da muss man halt gucken. Nahrung reicht für 10 Monate, so wie wir es jetzt momentan gerade betreiben. Sehr schön. Mal gucken, dass wir ein bisschen Geld zusammen halten können und dann können wir sowas zum Beispiel, da können wir dann zum Beispiel Ziegenstall oder hier hinten Hühner oder so, das kann man dann machen. Ja, und auf die großen müssen definitiv muss Gemüse drauf. Ja, also es ändert nichts an der Menge der Ziegen, wie viel Platz die haben. Leider. Gebäude fertig, Holzkirche. Das ist sehr gut. Banditenlager. Schon die Klappe durch. Da oben sind irgendwo. Ich würde sagen, wir nehmen sowas. Da hauen wir das dann drauf. Da können wir noch nicht. Da fehlt es uns am Holze. Holz, die Holz, die Holz. Hinten wird auch langsam, aber dennoch steht sicher hin und her gebastelt. Da sind wie viele? 12 Tiere drin. Da. Ah, hier unten, hier rüber. Ja, gut, du bist natürlich hier. Ja, zack, schön, mal ein bisschen zügiger bitte.
Und dann ist das unsere erste Stufe 2 Hofstadt. Hm. So. Damit ist das große Lager voll. Das ist super. Hm. Das ist im Ofen fertig. Wir werden auch direkt jemanden reinsetzen. Hier hinten ist noch nicht fertig. Söldner Kompanie. Ja, mit 2 Gold werden wir nicht viel mit Söldner Kompanie machen können. So, wo seid ihr? Hier wurde da gesichtet. Ich habe keine Ahnung, wo der hinlatscht. Weiß es nicht. Aber glaube ich auch gerade gar nicht so wichtig. Arbeitsbereich ist leer für die Sammlerhütte. Ja, es ist September. Das ist sowohl wahr. 36 Bretter. Wir können hier, da fehlt es am Geld. Okay. Hier haben wir schon, ja, aber auch da, glaube ich, fehlt es am Geld. Aber wir können hier eine Schmiede reinsetzen. Das machen wir auch. Hier können wir das upgraden. Auch das tun wir. Das Ganze dann ein bisschen zügiger. Hier hinten. Definitiv einen nach oben gehen. Das musst du. Ja, ja, Gesetze verfügbar, aber scheren uns leider nicht. Ja, da haben wir nicht viel. Das gibt alles nicht. Und die 2, die wir haben, die sind ja. Gebäude fährt Abbaugrube. Gebäude fährt wieder hier hin. Hier. Jawohl, da haben wir jetzt ein erhöht. Kannst du? Das ist voll gut. Danke. So. Da muss einer rein. Da ist einer drin. Alles klar. Hier ist eine Schmiede drin. Ja, und wir wollen, dass ihr das hier, das müsst ihr herstellen. Das ist wichtig. Ja. Und hier kommt das rein. Bitte auch etwas höher. Ja, und das Ganze dann auch etwas schneller. 165 Tage ich. Gebäude fertig, Tischlerei. Zack, hier allgemein. Auf die müssen wir umstellen. Jo. Dann hoffen wir. Denn ihr braucht Beere und große Schilder. Ja. Dann hoffen wir, dass das noch schnell genug passieren wird. Ja, dass hier noch Dinge passieren. Der braucht Bretter. Und du brauchst, ja, du brauchst Eisenbarren. Ich glaube, da wird hier gar nicht so viel passieren. Ja, hier liegen mal 2. Hm. Ja, wir lassen mal ein bisschen vor sich hinlaufen. Wir müssen auch hier hinten müssen wir gucken. Hier haben wir auf alle Fälle dürfen wir im Entwicklungsbaum weiter. Wir sind diesmal da hingegangen. Bewässerung. Ich weiß nicht, wir sollten vielleicht. Eieiei. Ei. Keine Ahnung, ich würde halt gerne hier, weil das ist schon. Ja. Produzieren halt doppelt, aber ich weiß nicht, ob das hilft. Oder ob wir da nicht. Hm. Haben wir denn hier? Da hätten wir diese Lieferanten wieder. Handelsroute kostet stets bis 5. Das klingt gut, das nehmen wir. Ja. Ich glaube, dass das nicht richtig war, aber hey. Aber wir werden hier gucken müssen, dass wir dann weiterkommen. Wir werden den hier, bei dem werden wir das machen. Hier drüben können wir noch nicht. Du machst, glaube ich, Hühner, ne? Ja. So, apropos, wie sieht es hier aus? Ja, da produziert sich leider noch nicht. Alles gerade umgestellt auf Kriegswirtschaft. Eieiei. Und wir müssen. Ja, da können wir nirgends. Wir werden neu bauen müssen. Hierher. Dann hier. Hier.
schwierig, ne? Hier so. So vielleicht. So, ja, kann man machen. Mach mal. Das ist, glaube ich, das Kleinste da, was möglich ist. Ja, wir haben gerade keine nicht zugewiesenen Familien, ich weiß. Hier mal einen raus. Ich weiß, der hat sich jetzt so gefreut, aber es hilft ja nicht. Hier wollen wir Eier haben. Hier wollen wir Eier haben und hier würden wir das haben wollen. So, wie sieht es hier unten aus? Ja, es sind schon 26, das ist gut. Schilde hätten wir theoretisch. Wenn wir direkt von der Tischlerei hier, wenn wir die Leinen umschwenken. Da fehlen noch 10 Speere. Um, naja, der Winter naht. Und der Angriff natürlich auch. So, Hofplatz fertig, also hier drüben ist gerade hier. Können wir nicht. Können wir auch nicht. Nicht, alles nicht so wild, ne? Hier haben wir das, hier haben wir das. Ich würde tatsächlich hier auch nochmal Eier machen. Und dann müssen wir gucken, dass wir langsam so an. So mit Bauholz und so, ne? Das kannst du nicht. Was ist das? Können wir hier mal doch hier unten. Ja. Und wieder ein bisschen Geld rein. Naja, das wäre, ne? Hier, der muss. Ja, Gemüsebeeren, ja, Fleisch kommt jetzt nicht so viel rein. Aber hier, glaube ich, kann man dann. Oder so ähnlich, ne? Kommt noch Geld rein. Ist auch mal ganz schön. Auch ein bisschen was drin. Hier. Mach das mal so. Ah, jetzt 10. Da ist auch schon wieder ein Lebensmittellager voll. Aber man kriegt es hier wohl nicht mehr unter, oder? Nee. Voll. Eigentlich locker, ne? Neue Familien. 32 Speere. Ja, wir hoffen jetzt einfach, dass wir uns nicht direkt. Hier mal. Oh, da könnte man, aber wir werden es hier drüben machen. Hä? Hier irgendwas nicht erfüllt? Doch, aber 4? Hier. Muss ich das verstehen? Nein, nicht, aber wir machen das. Wir bauen den um und wenn mich nicht alles täuscht, sind wir diesmal auf die Obstbäume gegangen. Und dann hoffen wir mal, dass das, ne? So. 35 von 36. Es fehlt noch ein Speer. So, 36 von 36. Dann gehen wir in die Schmiede. Dann sagen wir das. Und dann sagen wir Produktion von Seitenwaffen. Beim Tischler gucken wir mal, wie viele davon haben wir. 24. Wir werden hier machen wir mal. Da haben wir jetzt 3, 4. Okay. Das war an sich schon ganz gut, ne? Also wenn da jemand mit Seitenwaffe besser kann, dann soll der doch hier rein. Und wenn wir das dann haben, dann können wir auf Holzteile mal umschwenken. Hofplatzstufe 2. Wir können das nicht ändern. Ich verstehe das nicht. Ja.
hilft aber nichts. Wir müssten das schon ändern können. Beide Fläche 0 von 3. 3 von 0. Wieso Schafe Lämmer grasen können? Ja. Ja, ja, aber das wollen wir ja gar nicht. Wir hätten ja hier gern Bäume hingestellt. Können wir das? Wenn ich jetzt da... Ah! Jetzt hier, zack, mache, ja. Das dauert zwar jetzt 3 Jahre, aber hey. Wir können ja mal hoffen. 36, 11 von 36, 31 von 36. Ja, wir müssen auf alle Fälle die Schilder im Auge behalten. Uiuiui, wo sind die denn? Ein Angriff steht nahe bevor. Hm, unschön, ne? Absolut unschön. Eigentlich bräuchten wir da auch noch. Ne? Was soll das? Wir können ja hier drüben, schaut mal, da sind Eier. Da, hier, da können wir mal, oder? Komm mal, mach mal das. Das. Das nicht, nee. Das nicht. Da wäre es wahrscheinlich brauchbarer. Da werden wir hier. Mach mal hier. Beziehungsweise, naja, da können wir gerade nicht, aber hier können wir. Mach mal hier Ziege. Hier schön Ziege. Da ist die Gebäudeerweiterung. Da können wir auch nochmal Ziege. Ja, und wenn ihr dann durch seid, dann was anderes, ne? Ja. Da werden wir dann sehen. So. Aber wir werden den Angriff in dieser Folge wohl nicht mehr sehen. Wir werden erst sehen, wie wir uns schlagen in der nächsten Folge. Das bedeutet, meine Lieben, ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen, was auch immer ihr gerade habt. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vergesst nicht zu bewerten. Lasst gerne einen Kommentar da. Bis dahin. Und ciao.